Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Atropos und immer noch in diesem Knast von der ISA. Hi. AP Planet? ISA-Wärter, ja. Was gibt's? Bist du der verrückte ISA-Wärter oder bist du ein korrekter? Bitte sie hervorzutreten. Okay. Jetzt? Kann ich gehen? Lass sie mich frei, bitte? Bitte? Sie werden nun die Möglichkeit bekommen, sich zu waschen und zu essen. Okay, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Und bleiben Sie genau hier stehen. Okay, ich bleib hier stehen. Ich werde mich nicht von der Stelle bewegen und so. Zombie ist da. Leute, das ist Zorn. Felix? Zorn? Nein. Felix, was machst du? Ich bin hier fast. Du wurdest auch von den Knalltüten festgenommen? Felix, die haben mir ganz schlimme Sachen gemacht. Nein, was haben sie mit dir getan? Mein Klo ist nur ein Loch im Boden. Du hast ein Klo? Und mein PC hat nur 5 Terabyte Speicher. Du hast einen PC? Und nur eine 2080 Ti. Ich hab einen Tisch und einen Stuhl und ein Bett und eine tote Pflanze. Sei mal froh, dass du überhaupt was hast. Mein Zelt ist so kacke, müsste ich mal angucken. Willst du meine haben? Wir können tauschen. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Lass die Seife fallen. Wahrscheinlich kannst du dir sagen. Na, immerhin ist jetzt der Knastaufenthalt nicht mehr allzu schlimm. Also für mich ist es gerade nur noch schlimmer geworden. No. Oh, Felix, ich sehe, du warst schon hier vorbereitet. Das war ich nicht. Das war bestimmt der verrückte Wärter. Aber guck mal, ich kann dir jetzt beim Duschen zugucken. Oh ja. Da kommt irgendwie kein Wasser. Na, direkt Verstopfung. Und gleich gehen sie essen. Ja, ich hab meine Kacke die Dusche auch gestopft. Oh nein, Badesau. Aber immerhin, Sitzplätze hier, Luxus. Okay, warte mal, Felix. Jetzt mal, was ist eigentlich, wie bist du hier gelandet? Na, da war so ein Graham und irgend so ein Wärter und die haben mich dann, geholt. Okay, und wer ist Graham? Irgend so ein Typ von den Leuten hier, irgendwie so ein Vorgesetzter oder so scheint das hier zu sein. Okay. Und du? Junge, du kennst doch noch Draku, ne? Ja. Der kleine ist jetzt erwachsen. Und der arbeitet hier. Sie werden so schnell groß. Der Piss hat mich festgenommen. Ich weiß auch, wie du ihn damals so gehasst hast. Und jetzt hat er dich hops genommen. Die Rache. Aber ich habe mir schon Gedanken zum Ausbrechen gemacht. Ich habe keine Lust mehr hier zu sein. Und zwar. Wir werfen die Wächte mit Kacke ab und rennen. Nein. Auch wenn das auch ein guter Plan ist. Aber ich habe gesehen, es gibt Lüftungsschächte. Wir müssen nur irgendwie einen Weg da reinfinden. Okay, Felix, weißt du, das Ding ist, ich habe doch meine Toilette gesehen. Wir sind hier im ewigen Nichts, okay? Oh. Selbst wenn wir hier. Wie soll wir hier rauskommen, okay? Wir sind in irgendeiner anderen Dimension. Vielleicht gibt es irgendwie wir müssen ja auch hier hingekommen sein. Also irgendwie ein Teleport oder so muss es ja immerhin also, hier geben. Ich bin in so einem komischen Raum vor einer Rezeption. Vielleicht, da müsste es. Ja, da bin ich auch reingekommen. Ich war auf so einer Platte, da war irgendwie so ein Lilanz oder so und dann war ich hier. Genau. Ja, dann muss das der Teleporter einfach sein. Ist die Frage gekommen. Womit der gelingt ist, ob man einstellen muss, weil kommen wir dann zurück nach Arcadia oder wohin kommen wir, wenn wir den benutzen? Selbst wenn wir nicht nach Arcadia kommen, wir finden einen Weg zurück. Ich schulde mir noch Geld, ich finde einen Weg zurück. Alles ist besser als hier. Also ich meine, wenn die mir eine bessere Grafikkarte geben, finde ich sie gar nicht mal so schlecht. Wenn die mir einen PC geben, fände ich sie auch nicht so schlecht, aber ich habe hier keinen. Weißt du, ich kann hier Fortnite nur in 8K mit 1000 FPS spielen. Cringe, Digga. Nicht mal 16K. Kannst ja gar nichts mit anfangen. Was ein Spott. Das ist echt unerträglich, Junge. Ja. Ja. Aber
Die Abflüsse hier scheinen recht groß. Hier müssen wir irgendwie rauskommen. Aber die Gitter kriegen wir nicht kaputt. Irgendwie wäre was gut wie so eine Pfeile oder ein Messer. Irgendwas, womit wir... Aber unten ist Wasser. Also es scheint auch eine Kanalisation hier zu geben. Und die Kanalisation muss irgendwohin ablaufen. Und wenn wir Glück also haben... Also irgendwie raus muss es gehen. Einfach die so ein Frage. Ablauf aus, aus dem Himmel läuft auf einmal einfach so ein Schlagstrahl runden auf. Ja, irgendwoher muss Wasser ja kommen. Bah. Ich will ja, doch nicht mehr nach Arcadia, wenn das Wasser nur aus dem Mist hier raus ist. Die Frage ist, zu wie vielen Dimensionen ist das ganze Ding hier überhaupt verbunden? Das ist ich meine, die sind hier irgendeine Wache für die Dimensionen. Der Name sagt interdimensional, also es muss um viele Dimensionen gehen. Mindestens drei, mindestens. Naja, also es ist die, an, das hier wird ja irgendwie eine Dimension sein. Arcadia. Ja. Und wahrscheinlich, also ich will... Die, wo die Kacke hinfließt. Und die Kackdimension. Aber jetzt wissen wir, wo Emmy herkommt. Oh. Oh, nee, warte mal. Wenn Draco hier ist, dann muss es auch zu Nemesis führen. Dann muss es auch zu Nemesis. True. Okay, die Frage ist nur, wir müssen hier dann rauskommen. Ja, okay, aber... Ich glaube, also es ist wahrscheinlich einfacher durch die Kanalisation, wie ekelhaft das auch sein mag, zu gehen, als irgendwie in einen Lüftungsschacht zu kommen, weil die sind recht hoch angebracht. Ja. Außerdem sind die verschlossen, wir müssten da eine Leiter oder so hoch haben. Ja. Ich meine, Leiter, wir machen es einfach wie ein, wie so ein Spiel, wo du ausbrechen musst, wir traden uns hier hoch, bis wir eine Leiter haben, die da hoch. Ich glaube, hier gibt es nicht so viele Leute, mit denen man traden kann. Nicht? Ich hab also, Marlus Larsen ist hier. Das habe ich gesehen. Oh, den kenne ich nicht. Und Cyrian, glaube ich, der ist hier oben. Der ist mein Zellenbruder hier. Das ist direkt nebenan. Alter, den kenne ich auch nicht. Das ist der Lover von Ricky. Ah, und was hast du da in deiner Zelle? Nichts. Das ist ein Fenster. Ey. Tschüss. Ich mach das Ganze kaputt. Nein, bitte, das ist das Einzige, was mir bleibt. Okay. Aber das habe ich schon gesehen, die Zelle hat einfach keine Türe. Was ist das? Ich bleib jetzt hier, die kriegen mich hier nicht mehr raus. Wobei, dann komme ich auch nicht an das Essen von der Mensa, wenn ich die ganze Zeit hier bleibe. Aber du musst dir ja mal meine Scheißzeit angucken, die ist so... Du hast einen Briefkasten sogar. Ich habe nur gesehen, du hast letztens, als ich ankam, hast du geschlafen. Ja. Wieder im Stehen und tanzen. Guck dir das an, Junge. Wie soll man es hier ertragen? Das ist meine Toilette, Junge. Das ist doch nett. Du hast sogar einen großen Tisch. Du kannst sogar malen. Ja, guck, die Blume habe ich gemalt. Oh, wunderschön, du bist so begabt. Ich habe meinen Penis. Nein. Guck, der sieht cool aus. Dein Sohn war schon immer gaga. Ach nein, das wird laut, Junge. Oh ja, ich weiß nur, als ich. James Bond! Das hat nicht geklappt, es ist trotzdem laut. Oh, hier stehen Wachen. Hallo. Die standen vorher nicht hier. Krankenzimmer. Oh nein, jetzt die ich glaube, da sollst du nicht hin. Spermaleitung. Was? Okay, jetzt bin ich interessiert, was es da gibt. Das ist okay, tatsächlich. So, was gibt's denn? Ich setz mich an die Bar. Barkeeper! Heute lecker Burger, Pommes, Salat und Bier. Bier klingt gut. Gönnen wir uns ein Bier? Bier, bitte. Hallo? Hallo? Becky? Och nee, Mom? Ich kann nur noch schlafen werden. Du lebst? Warte, warum? Ihr lebst? Du? Ja, also ich natürlich weiß, lebt. Irgendwie, aber wieso lebst du? Spießt, Junge. Also, ich wurde in diesem Krankenzimmer, was da hinten ist, Digga, die sind hier richtig streng mit mir, passt auf, okay, ich darf hier eigentlich gar nicht mit den Leuten hier reden. Also, Essen, los. Die bringen mich um, wenn ich hier, ja sofort, also in diesem Krankenzimmer, da hinten wurde ich wiederbelebt, irgendwie mit richtig komischen Flüssigkeiten, keine Ahnung. Und ich habe so eine Special-Meshel-Zelle bekommen, weil ich als geisteskrank zähle und die mich jetzt irgendwie erstmal so reparieren wollen oder so. Und jetzt muss ich hier Arbeit verrichten in der Mensa. Aber du lebst. Argos hat dich doch in Besitz ergriffen. Ja, schon, aber ihr habt uns halt irgendwie durch den Tod gespalten oder so und ich weiß auch nicht, wie die mich wiederbelebt haben. Junge, wir haben dich in Teile zerhackt. Ja, ich mit meiner großen Lanze habe ich zack und tot.
Wieso lebst du? Ich dachte, ich dachte, wir hätten dich besiegt. Ja, wir haben getrauert. Alles ja. Umsonst, Mann. Ich hätte den Grabstein doch für Schaumbaum nehmen können. Wir hätten einbehalten können. Bestimmt, darf ich mit euch reden. Ich muss abpassen, was ich hätte gern Burger und ein Bier. Ich will Burger und Bier und du? Auch Burger und Bier. Okay, was für ein Burger? Wir haben verschiedene. Warte mal, ich kann euch mal sagen, Burger, was wir los. Haben. Wir haben Cheeseburger, Hamburger und Tofu-Burger. Cheeseburger. Ich will auch einen Miesburger. Ein was für ein Burger? Ein Cheeseburger. Einen, gib mir einen Cheeseburger. Okay. Ich will McChicken Classic. Ja, sorry, haben wir hier leider nicht. So. Das ist geil, also, hier kann man gut rum. Ich einmal Sorm. Und hier für dich, ey. Huch, haben die euch irgendwas... Nein, mein Burger, Zorn, du hast meinen Burger. Das ist meiner. Jeder darf nur eins. Zorn, gib mir meinen Burger. Das ist ganz schwierig, Essen ins End zu importieren. Das bleibt hier nicht so leicht haltbar. Bist du im End? Das habe ich im Büro Bier. Gesehen von... Egal. Wisst ihr irgendwie, wie lange ihr gefangen seid? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Zeit hier ist. Auf Entlassung? Weil, nein, wurde euch überhaupt gesagt, wie lange ihr hier bleiben müsst? Mir wurde nur gesagt, was sie für Scheiße gebaut haben. Ich habe ja auch nur, dann wird's da reingesteckt. Mir wurde gesagt, dass ich basically unschuldig bin, aber trotzdem hier sitzen muss. Ja, okay, du hast wahrscheinlich kein Problem, hier rauszukommen. Bei mir soll es, glaube ich, irgendwie sogar Gerichtsverhandlungen oder so noch richtig geben. Ja, bei mir auch. Irgendwie ist das so am Arsch. Weil ich in den scheiß Tempel eingebrochen bin. Geh ich auch. Also das war dein Plan, Junge. Du hast gesagt, lass Tempel suchen. Dann hat das der Typ gesagt. Außerdem, das war doch unsere Farben. Ja, Junge, frag mich nicht. Das hab ich auch gesagt sogar. Weil wir gesagt haben, wenn ich hier gegen Regeln verstoße, unter anderem mit Insassen zu reden, also wir müssen ja aufpassen, werde ich Herr Wächter, er verstößt gegen Regeln. dann den Rappen beim Kacken müssen. Aber ich habe gemerkt, es gibt hier eine Kanalisation und Lüftungsschächte, also vielleicht... Das wissen wir, also die Lüftungsschächte habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, hier oben, ja, hier sind sie auch, da kommt man aber schlecht dran. Aber ich glaube, es gibt einen Weg über in die Kanalisation über die Duschen. Aha. Nur wir bräuchten irgendwas, um das aufzusägen oder sowas. Hast du vielleicht irgendwie einen Presslufthammer oder so? Ja, guck mal, einen Presslufthammer wäre ein bisschen... Oder einen Löffel. Dann können wir das drumherum buddeln. Aber wir können den doch jetzt nicht einfach so nehmen, sehen doch die Wachen. Das stimmt. Gibt's irgendwie was, wo wir dran können? Ui, Ricky, was machst du da? Ich guck gerade hier nach Sachen. Ah, ich hab was gefunden. Ja, was ist hier? Ah, cool, Knochen helfen uns irgendwie nicht so sehr. Okay, ja, was denn? Die helfen mir allerdings, ja. Okay, das muss ich jetzt einem von euch. Nein, nein, nicht geben, nicht geben. Das sehen die Wachen doch. Du musst das irgendwo hin tun, wo wir es einfach wegnehmen können. Einmal in den Mülleimer. Ja, bring den Müll raus. So muss das sein, Arbeitskraft. Ich stolpere. Oh nein. Zorm, ich helfe dir schnell auf, komm. Oh ja. Oh, ja. Das merken die Wachen nicht. Das war ein sehr komisches Stolperer. Da wird auch mal Zeit, du hast ganz schön lang fürs Müll rausbringen gebraucht. Ey, Arbeitskräfte hier sind auch, also sollten sie sich mal besseres suchen. Das ist echt ja. Also ey, wenn ich hier erwischt werde, ne, ich bin am Ende, die Frau hat mir wirklich gesagt, dass sie mich umbringen werden. Ja. Wachen, Hilfe. Gesagt, ja. Schnauze. Ey, Felix. Okay. Ist das ein Messer? Das ist ein Messer. Okay, damit können wir die Sachen durchsägen vielleicht. Ja. Okay, also Abby, wir würden... Hat gut geschmeckt. Gehen, ne? Ja, weil... Also machen, da würde ich nichts essen. Bah, also ist ja ekelhaft. Also dieser Insasse, den wir natürlich nicht kennen, kann nicht kochen. Also bah. Ich möchte auch einen Melonensaft geben, wenn ihr wollt. Geh rein, Insasse. Bäh. Den wir nicht kennen. Hallo, Herr Wächter, wir haben nichts Illegales getan. Ja, und wir kennen die Person da nicht. Nein, nein. Der ist voll komisch, wir hassen den und hat gegen Regeln verstoßen. Mann, Leute. Ah! Sollen wir jetzt einfach... Wir haben gerade die Freizeit quasi. Der Wärter war nicht da, also... Und abends kommen wir nicht raus. Das ist mir eingesperrt. Okay, aber einer muss die Seife mitnehmen und ich fasse ihn nicht an. Ich auch nicht.
Lass die Seife hier, Mann. Säbel das Zeug auf. Okay. Das könnte ein bisschen dauern. Ich hab nicht so starke Hände. Okay, die Zeit rennt. Junge, ich helf dir. Und was geht bei dir so? Nicht viel und ja, also. Ich glaube, er hat uns hier ein stumpfes Messer gegeben. Oh! Ja, okay. Okay, Tom. Wo gehst du her? Geronimo! Du hast mich drüber geschlagen. Geronimo! Nein. Okay, ab. Rainer, wink!